Mythos, Mythos, rufen sie. Jair Messias Bolsonaro ist ihr Präsident und Held. Wie ein Popstar feiern sie ihn. Er ist ein Mythos. Er sagt die Wahrheit. Ich kann das gar nicht erklären. Es sind so viele Gefühle. Das Land zu reinigen von Kriminalität, Korruption und linkem Gedankengut war sein Versprechen. Gott, Vaterland, ein traditionelles Familienbild. Dafür will er wiedergewählt werden. Ich bin stolz darauf, dass wir während meiner Zeit im Amt dafür gesorgt haben, dass der Patriotismus wieder auflebt. Doch Brasilien ist gespaltener denn je. Seine Widersacher bezeichnet Bolsonaro als das Böse. In den Umfragen liegt er zurück und sät Zweifel an der Legitimität der Wahl, sollte er sie verlieren. Auch Bolsonaros Gegenkandidat, Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, weiß die Massen zu bewegen. In seiner Amtszeit fielen die bis dahin umfassendsten Hilfsprogramme für die Armen. Viele wünschen sich diese Zeiten jetzt zurück. Lula bedeutet mir alles. Er vertritt das brasilianische Volk. Lula denkt an die Armen. Er kümmert sich darum, dass wir genug zu essen haben. Lula als Kümmerer der Ärmsten und Hoffnungsträger, auch für Indigene, Umweltschützer, Minderheiten. Er will das unter Bolsonaro zerrissene Land wieder einen. Wir werden den Respekt wiederherstellen gegenüber dem arbeitenden Volk dieses Landes. Doch in seiner Amtszeit fiel auch ein beispielloser Korruptionsskandal. Viele Brasilianer misstrauen ihm. Auch sie wird er überzeugen müssen. Noch nie waren in Brasilien die Fronten vor einer Wahl so verhärtet. Aus politischen Gegnern sind Feinde geworden. Es geht um die Frage, in was für einem Land die Brasilianer leben wollen und ob die Demokratie dieses Duell übersteht. Osvaldo Pasqualotto nimmt einen Schluck Wasser aus seinem Fluss, um uns zu beweisen, dass hier bei ihm die Welt in Ordnung ist. Die linken brasilianischen Medien würden so etwas nie zeigen. Sehr lecker. Das brasilianische Fernsehen zeigt nur Probleme und zeigt nicht, welche Lösungen wir auch haben. Wie nachhaltig wir sind. Gott sei Dank seid ihr hier und zeigt es der Welt. Osvaldo ist einer der großen Agrarunternehmer Brasiliens. Er besitzt 100.000 Hektar Land, ist höchst erfolgreich und fühlt sich doch verkannt. Brasiliens Großgrundbesitzer seien zu Unrecht als Feinde der Umwelt und Zerstörer des Regenwaldes verschrien. Dies sei eine Kampagne, auch gegen ihren stärksten Förderer, Präsident Bolsonaro. Bolsonaro hat nie gesagt, dass er die Abholzung zulassen würde, dass er den Wald kaputt machen will. Im Gegenteil, das Gesetz hat sich in keiner Weise geändert. Die Kontrollbehörden sind dieselben geblieben. Die Propaganda, die im Ausland verbreitet wird, ist falsch. Wir unterstützen Bolsonaro zu 100%. Gott, Vaterland und Familie steht auf dem Aufkleber. Hier draußen hat der amtierende Präsident die lokale Bevölkerung fest hinter sich. Wir sind im Bundesstaat Mato Grosso, im Herzen der brasilianischen Agrarindustrie. Der Regenwald, der hier einst stand, wurde schon vor Jahrzehnten abgeholzt. Jetzt wachsen hier vor allem Soja und Mais. Die Felder reichen von Horizont zu Horizont. Osvaldo will uns zeigen, dass auch er die Natur schützt. Den ganzen Tag fährt er uns über sein riesiges Gelände. Wir sehen hier immer wieder auch Schutzgebiete. Denn das Gesetz verpflichtet uns, 35% des einheimischen Waldes zu schützen. Wir fühlen uns ungerecht behandelt. Schau, hier ist noch ein Schutzgebiet. Osvaldo ist stolz auf seine Arbeit. Schließlich ernähre Brasilien die ganze Welt. Soja ist eines der wichtigsten Exportgüter. Kraftfutter für Rinder und für die brasilianische Wirtschaft. Mehr als ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet allein der Agrarsektor. Osvaldo expandiert, lässt eine neue Lagerhalle bauen. Wir exportieren viel nach China. Dort sind unsere größten Abnehmer.
Doch das Schreckgespenst einer linken Zeitenwende geht um auf den Landgütern Brasiliens. Bolsonaros linker Gegenkandidat Lula macht Oswaldo und anderen Großgrundbesitzern Angst. Etwa wegen seines Versprechens, die Schutzgebiete für indigene Völker auszuweiten. Diese Schutzgebiete behindern den Fortschritt. Denn wenn man eine Straße bauen will, muss sie mindestens 10 Kilometer von Reservaten entfernt verlaufen. Und alle 30 oder 40 Kilometer gibt es eins. Wenn sie die Reservate weiter vergrößern, müssen die Brasilianer bald weg und nach Europa gehen. Und das Land wird zu einem Indianerland. In Wahrheit machen die indigenen Gebiete nur knapp 14% der Fläche Brasiliens aus. Doch solche Ängste und auch Übertreibungen bestimmen in diesem Wahlkampf den politischen Diskurs, verhärten die Fronten und werden uns noch oft begegnen. Am Nationalfeiertag Anfang September beschwört der Präsident selbst die Spaltung des Landes. Wir wissen, dass wir uns in einem Kampf zwischen Gut und Böse befinden. Ein Angriff auf die Demokratie. Die Trennung zwischen Patrioten und Feinden des Vaterlandes führt letztendlich zu einem stark geschwächten demokratischen System, in dem echte Argumente weniger wert sind. In dem die politische Unterstützung zu einer Art fast religiöser Unterstützung wird. In der die politische Überzeugung Teil der Identität der Menschen ist. Seit seinem Amtsantritt teilt Bolsonaro die Welt auf in bedingungslose Unterstützer und Feinde. Wissenschaft, Presse, unabhängiges Denken, selbst demokratische Institutionen wie der Oberste Gerichtshof werden zu Feindbildern. Sein Gegner Lula wird seit Jahren dämonisiert als Krimineller, Kommunist und Antichrist. Doch in den Umfragen liegt der vorn. Und so äußert Bolsonaro ohne jeden Beleg schon einmal Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl, sollte er sie verlieren. Viele seiner Anhänger folgen ihm blind. Einige dieser Menschen sind heute so radikalisiert, dass jede negative Nachricht über den Präsidenten als Fake News abgetan wird. Jetzt wird versucht, den Wahlprozess zu delegitimieren, um das Ergebnis möglicherweise in Frage stellen zu können. International leidet das Image des Landes, weil in Bolsonaros Brasilien der Regenwald brennt, wie seit Jahren nicht mehr. Die Gesetze zum Schutz des Waldes sind zwar die alten, aber unter Bolsonaros Führung wird der Raubbau kaum noch verhindert. Die Gelder für die Behörden, die den Wald schützen sollen, hat er radikal gekürzt. Seine Rhetorik schürt Aggression und Gewalt, die sich immer wieder gegen Umweltschützer und indigene Völker richtet. Die Überfälle auf ihre Gebiete haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und so tragen die Indigenen eine blutverschmierte Brasilienflagge vor sich her, auf ihrer Demonstration in der Hauptstadt Brasilia. Sie fordern das Ende der Regierung Bolsonaro und mehr Schutz für ihre Gebiete. Mit dabei ist Querétaro. Sie ist Anführerin des Volkes der Guarani und kandidiert für den Nationalkongress, das Parlament. Dieser Kongress ist unser Haus, das Haus des Volkes. Zurzeit sitzt im Parlament nur eine einzige indigene Abgeordnete und das wollen sie ändern. Neben Querétaro kandidieren mehr als 150 weitere Indigene, so viele wie nie zuvor. Wir sind hier aus allen Gebieten Brasiliens zusammengekommen, um diese Regierung ein für alle Mal abzusetzen. Die Fortsetzung dieser Regierung ist die Gewissheit der Fortsetzung des Völkermords an uns. Die erste, die Bolsonaro angegriffen hat, war eine Frau, Mutter Erde. Und wer die Erde angreift, greift alle indigenen Frauen an. Diese Kampfansage an Präsident Bolsonaro ist eine ideale Gelegenheit für seinen Kontrahenten Lula, die Indigenen als Verbündete zu gewinnen. Während seiner Regierungszeit hatte auch er eher wenig für sie getan. Doch jetzt kommt er zu ihrem Treffen und verspricht ihnen, scheinbar spontan, genau das, was sie hören wollen. Ihr habt mich jetzt auf eine Idee gebracht. Wir haben ein Ministerium für Rassengleichheit geschaffen. Wir haben Ministerien für Menschenrechte und für Fischerei eingerichtet. Warum also können wir nicht ein Ministerium schaffen, um indigene Fragen zu diskutieren? Warum sollten wir das nicht schaffen können? Das Getöse der politischen Bühne liegt Querétaro eigentlich nicht. Wir besuchen sie auf dem Gebiet ihres Volkes.
Wenn Kerechou im Wald nach Kartoffeln sucht, scheint die Welt kurz in Ordnung. Doch der Lärm deutet es an. Ihr Land wird durchschnitten von einer Bundesstraße. Sie ist ein ständiges Einfallstor für Angriffe, etwa durch Schlägerbanden, die von Landspekulanten geschickt werden. Das Land der Indigenen, das sich bis zur Küste zieht, ist begehrt. Es gibt einen Chor von Menschen, die behaupten, dass dieses Gebiet nicht uns gehört und die uns verfolgen. Wir können also nicht wirklich das Leben führen, das wir uns wünschen, nämlich ein Leben von der Natur. Kerechou wohnt mit ihrer Großfamilie auf dem Land ihrer Vorfahren, um dessen offizielle Anerkennung sie noch immer kämpft. Ein Grund, warum sie ins Parlament in Brasilia einziehen will. Sie raucht die Petengua, die traditionelle Pfeife der Guarani, bevor es rausgeht zum Straßenwahlkampf. Dazu geht es in die nächstgelegene Stadt, Florianópolis. Obwohl auch sie in ihrer Heimat liegt, ist es für Kerechou ein Auswärtsspiel. Florianópolis, eine alte Kolonialstadt mit knapp einer 500.000 Einwohnern, gilt als Hochburg der Anhänger von Präsident Bolsonaro. Guten Tag. Möchten Sie Informationen zu unserer Kandidatin? Nein, danke. Kerechous Tante Poti ist bereits seit dem Morgen dabei. Eigentlich sei sie zu schüchtern, um fremde Leute anzusprechen, gesteht uns Kerechou. Hinter ihrem Stand fühlt sie sich sicher. Doch dort kann sie nicht bleiben. Auch wenn die Ablehnung, die sie oft erfährt, schmerzt. Die Bolsonaristen haben ein Problem mit Indigenen und ein Problem mit Frauen. Es gibt all diese Diskriminierungen. Als indigene Frau spüre ich das sogar dann, wenn kein Wahlkampf ist. Kerechou glaubt dennoch, dass sie gute Chancen hat, ins Parlament einzuziehen. Ihr Pakt mit Lula ist dabei nur Mittel zum Zweck. Hauptsache kein Bolsonaro. Wir sind in diesem Kampf, um selbst an die Macht zu kommen, um unsere eigene Politik zu gestalten. Lula ist unsere Chance, diesen Kampf fortzusetzen. Lula ist wieder da. Der 76-Jährige sieht sich als das beste Mittel, Bolsonaro aufzuhalten. Von Anfang 2003 bis Ende 2010 war er bereits Präsident. In seine Zeit fällt der weltweite Boom der Rohstoffpreise und damit ein Aufschwung der brasilianischen Wirtschaft. Einen Teil der Gewinne verteilte er an die Ärmsten. Umfassende Sozialprogramme, von Ernährung bis Wohnungsbau, konnten extreme Armut und Hunger spürbar verringern. An diese Zeit erinnern sich jetzt viele zurück, die sich von Bolsonaro ausgegrenzt fühlen. Diese Leute merken nun, dass sie unter Lula einen Job hatten. Sie hatten Zugang zu Bildung. Lula hat 40 Millionen Menschen, die ich die Unterschicht nenne, zwar nicht in die Mittelklasse gehoben, aber immerhin zu einer Art Arbeiterklasse gemacht. Doch auch Lula polarisiert. In seiner Amtszeit fällt der milliardenschwere Korruptionsskandal rund um den halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras mit Bauprojekten, Geldwäsche und Parteispenden. Kurz vor seiner erneuten Präsidentschaftskandidatur 2018 wird Lula persönlich angeklagt, verurteilt und inhaftiert. Allerdings unter zweifelhaften Umständen. Der zuständige Richter stellt sich später als Verbündeter vom Gewinner der damaligen Wahl, Präsident Bolsonaro, heraus. Das Urteil wird später aus formalen Gründen aufgehoben. Offiziell gilt Lula als unschuldig, doch der Ruf, korrupt zu sein, hängt ihm nach. Zumal auch er an den Grundstrukturen Brasiliens, die die extreme Ungleichheit zementieren, nichts geändert hat. Auch Lula hat die reichen Eliten Brasiliens in Ruhe gelassen. Nirgendwo werden die Gegensätze des Landes so deutlich sichtbar wie in São Paulo. Die größte Stadt Südamerikas ist auch der größte Wirtschaftsstandort des Kontinents. Não existe amor em SP. Doch im Labyrinth der Bürotürme wird auch die Zahl der Obdachlosen immer größer. Rund 32.000 Menschen leben laut offiziellen Zahlen auf der Straße. Wir fahren zunächst an ihnen vorbei, auf dem Weg zu unserem ersten Ziel. Das liegt im 25. Stock dieses Büroturms im schicken Viertel Brooklyn. Dort empfängt uns Nelson Williams.
Er ist Chef der größten Anwaltskanzlei Brasiliens und einer der reichsten Geschäftsleute des Landes. Und das zeigt er auch gerne. Er sieht sich als Vorbild und Inspirationsquelle für andere. Sein Brasilien ist noch immer das Land der Zukunft, in dem es jeder schaffen kann, der hart genug arbeitet. Brasilien ist ein Land, das viele Chancen bietet. Ich habe dank Bildung meine Chancen genutzt. Ich habe in Bildung einen Weg gesehen, mein Leben zu verändern. Nelson hat sich hochgearbeitet, vom Sohn armer Arbeiter bis ins Herz der brasilianischen Oberschicht. 1.000 Anwälte arbeiten unter ihm. 25.000 Firmenkunden suchen seinen Rat. Er lebt den brasilianischen Traum. Doch dies werde immer schwieriger, weil die Gesellschaft immer mehr auseinanderdrifte, sagt er. Von Präsident Bolsonaro ist er enttäuscht. Wir hatten gehofft, dass diese Regierung mehr für unser Land tun würde, dass es eine rechte, aber nicht rechtsextreme Regierung sein würde. Nicht eine Regierung der Konflikte, eine Regierung, die die Gesellschaft versöhnt, statt sie zu spalten. Wenn die Polarisierung zu politischen Feindschaften führt, nicht bloß zu Gegnern, dann ist das sehr schlecht für das Land. Auch schlecht fürs Geschäft. Gerade die reiche Elite hatte Bolsonaro unterstützt. Glaubt man Nelson Williams, bröckelt diese Unterstützung. Politisch festlegen lassen will er sich dennoch nicht. Er rede mit allen, sagt er. Und die mächtigen Politiker Brasiliens suchen sowieso seit jeher die Nähe zu den Reichen. Vielleicht ist das ein Teil des Problems. Kein Spitzenpolitiker kann es sich leisten, sich mit den Reichen Brasiliens anzulegen. Und wie viel die den Armen abgeben wollen, regeln sie lieber selbst, auch Nelson. Unter den Augen seiner Leibwächter geht es mit dem Bentley nach Hause, in die brasilianische Interpretation eines französischen Chateaus. In der Garage steht das angeblich teuerste Auto in ganz Brasilien. Filmt das, sagt er uns, immer wieder. Im Wohnzimmer empfängt ihn seine Gemahlin Anne. Die studierte Juristin leitet die firmeneigene Stiftung. Diese leistet rechtlichen Beistand und Bildungsarbeit für die Ärmsten. Für Anne Williams ist das eine demokratische Kernaufgabe, die die politische Elite Brasiliens aus den Augen verloren habe. Leider ist der Wert der Demokratie bei vielen Menschen noch immer nicht angekommen. Denn gerade in den ärmsten der armen Viertel fällt die Abwesenheit der Politik auf. Einer nachhaltigen Politik, die aber notwendig wäre, damit sich die Menschen in diesen Vierteln weiterentwickeln können. Welchen Beitrag ausgerechnet Brasiliens Superreiche wirklich leisten, das weit verbreitete Elend im Land zu bekämpfen, kann man diskutieren. Aber klar ist, der Vertrauensverlust in die Politik zieht sich durch alle Teile der Gesellschaft. Vom Wohnzimmer der Williams in das Wohnzimmer von Washington Hayes. So nennt er seine Ecke auf einem Sportplatz. Da sind wir. Das ist meine Residenz. Hier verbringe ich die Nächte. Seit 8 Jahren lebt Washington auf der Straße. Der Alkohol habe ihn hierher gebracht, sagt er. Seinen Absturz verarbeitet er in selbstgeschriebenen Gedichten. Das unsichtbare Haus. Die Tür ist weg. Das Dach bleibt ungedeckt. Dein Blick streift nur die Straße. Doch die Sehnsucht ist geblieben. Nach Kindern, Frau und all deinen Lieben. Washington war einst Pastor einer Kirche. Das Leben auf der Straße sieht er als Läuterung, bis er es aus eigener Kraft herausschafft. Zur Wahl geht er nicht. Einmal obdachlos bist du nicht mehr Mitglied der brasilianischen Gesellschaft, sagt er. Und die Politiker würden sich eh nicht für Leute wie ihn interessieren. Die machen immer nur Nothilfemaßnahmen, um sich zu profilieren, etwas vorzeigen zu können. Das reicht denen schon. Washington ist auf sich allein gestellt. Um der Straße zu entkommen, verkauft er Kugelschreiber und Zettel mit Bibelcomics. 5 Real, umgerechnet 1 Euro, kostet das Set. Das ist recht teuer, aber einen Teil des Geldes spendet er weiter, sagt er. Wir haben hier dieses Set mit Stiften. So bringen wir unser Projekt voran. Kannst du uns mit einer kleinen Hilfe segnen, Bruder? Nein, kann ich nicht. Bruder, wir danken dir sehr. Gott segne deine Arbeit. Der Verkauf ist eine Übung in Demut.
Hallo Bruder, ich komme in Frieden. Geht es dir gut? Einen wunderschönen guten Tag. Wir tun hier an der Ampel das Werk Gottes, um unsere Ernährung sicherzustellen. Für nur 5 Real. Der Fahrer gibt ihm 5 Cent. Ein Almosen. Vielen Dank. Gelobt sei Gott. Wenn ich verkaufe, stelle ich klar, dass es keine Almosen sind, keine Spende. Ich biete etwas an, ein Alltagswerkzeug. Willst du einen Stift? Jeder benutzt Stifte. Das ist mir wichtig, das sehr klar zu trennen. Ich bettle nicht, ich arbeite. Seine Würde ist alles, was ihm geblieben ist. Und immerhin, einen Stift verkauft er dann doch noch. Bis ins Börsenviertel von São Paulo dringen inzwischen die Zeltstädte der Ärmsten vor. Seit der Pandemie hat die Zahl der Obdachlosen in Brasilien stark zugenommen. Sogar der Hunger ist zurück im Land. Ein Drittel der Menschen hat nicht jeden Tag genug zu essen auf dem Teller. Wir befinden uns in einem Krieg, dem Krieg einer Regierung der Reichen gegen die Armen, sagt Pater Julio Lancelotti. Jeden Morgen bringt er Frühstück zu Hunderten von Obdachlosen und die warten schon, hungrig. Guten Morgen, Pater. Guten Morgen. Macht ihr auch keinen Unfug? Natürlich nicht, Pater. Wir haben hier sogar eine Bibel. Geplänkel, das den Ernst der Situation überspielen soll. Sie alle hier sind durchs Raster der Gesellschaft gefallen und es werden immer mehr. Jeden Tag sehen wir, dass das Leid der Menschen zunimmt. Jeden Tag ist das Leid größer. Es fehlen Chancen, Perspektiven. Für Pater Lancelotti sind die Menschen hier nicht bloß Opfer einer wirtschaftlichen Entwicklung. Sie sind Opfer einer Ungleichheit, die historisch angelegt ist und bisher von keiner Regierung ernsthaft angegangen wurde. Brasilien ist immer noch ein Land der Sklavenhalter. Brasilien war das letzte Land auf der Welt, das die Freilassung der Sklaven zugelassen hat. Und man hat sie freigelassen, damit sie verarmen. Man hat sie nicht freigelassen, damit sie wie Menschen leben können, sondern damit sie als billige Arbeitskräfte ausgebeutet werden. Die Politik ist darauf ausgerichtet, die Armut zu erhalten. Politische Programme tun immer nur das Minimum, damit die Armen überleben, während sie langsam sterben. Dentro de um processo de morte. Auch Pater Lancelotti bleibt nicht viel mehr, als Almosen zu verteilen. Aber er gibt den Menschen zumindest für einen Moment das Gefühl zurück, dass auch ihre bescheidenen Wünsche einen Wert haben. Er sorgt dafür, dass wir uns wieder wie Menschen fühlen. Er versucht, uns wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Das ist sehr wichtig. Pater Lancelotti glaubt nicht, dass er noch erleben wird, dass sich Brasilien grundlegend ändert. Aber er hofft, dass die jetzige Regierung Bolsonaro nicht wiedergewählt wird. Sein Urteil über den Präsidenten ist verheerend. Es ist eine Regierung, die sich nicht um die Pandemie gekümmert hat, die sich über das Leid der Bevölkerung lustig gemacht hat, der die erschreckende Zahl der Toten, die wir verzeichnet haben, egal ist, die die indigenen Völker zerstört, die die Wälder abbrennt, die frauenfeindlich, rassistisch, homophob und machohaft ist. Pietra Bertolazzi sieht das völlig anders. Sie ist ein Aushängeschild der jungen Rechten Brasiliens. Wir sind bei Jovem Pan, einem rechtskonservativen Sender in São Paulo. Gleich wird sie in einer Talkshow über die Wahl diskutieren. Letzte Vorbereitungen. Ich schaue immer, was die linken Medien sagen. Und wenn es etwas gibt, schaue ich, was die rechten Medien sagen. Also Jovem Pan. Das ist aus meiner Sicht der einzige rechte Sender. Als rechte Influencerin befindet sie sich im permanenten Nahkampf mit der Linken. Mit Verlusten auf beiden Seiten. Pietra, wurde dein Instagram schon wieder gesperrt? Nein, das war ich selbst, weil mich so viele gemeldet haben. Das waren radikale Aktivisten. Deshalb habe ich das Profil selbst offline genommen, weil ich es mir nicht leisten kann, gesperrt zu werden. Mehrfach in der Woche ist sie live auf dem Sender. Das Ziel ist, möglichst kontrovers zu diskutieren. Das bringt Aufmerksamkeit und damit Quote. Es gibt immer gegensätzliche Perspektiven, auch von links. Weil ich Konservativer, ein gutes Stück Rechter bin, ist für mich ein Liberaler schon links. Dann gibt's immer Streit.
Wenn Pietra zum Streiten kommt, sieht sie Gott an ihrer Seite. Ihren Rosenkranz hat sie immer dabei. Sie ist eine glühende Anhängerin von Präsident Bolsonaro. Jede Kritik an ihm pariert sie mit ausgewählten Fakten. Er hat sich doch sehr gut geschlagen. Unsere Wirtschaft wächst, das Bruttoinlandsprodukt auch und unsere Arbeitslosenquote sinkt. Dass diese Entwicklung einen Großteil der Bevölkerung nicht erreicht, darüber redet sie nicht. Wichtiger ist ihr, wogegen Bolsonaro steht. Pietra spricht aus, was viele Anhänger denken. Der Kampf gegen Lula ist ein existenzieller Kampf gegen den Untergang ihres Brasiliens. Es gibt Wahrheit, es gibt Lüge, Freiheit und kommunistische Diktatur. Heute besteht die unmittelbare Gefahr einer totalitären Regierung von links. Schon geht es in die nächste Sendung. Hier spricht Pietra über ihr Buch, ein Ratgeber für Eltern, wie sie ihre Kinder von linker Indoktrination in Medien und Schule reinigen können. Für Pietra ist die ganze Welt von einer linken Übermacht durchsetzt. Von klein auf lernen die Kinder in der Schule von den Organisationen der UNO, diesen Jargon, von dem wir nicht wissen, woher er kommt, die Welt wird untergehen, Klimawandel, all diese Irrglauben. Denn es sind Irrglauben, tut mir leid. Wir gegen alle anderen. In Pietras Welt gibt es keine Zwischentöne, keine Fragen, keine Versöhnung, weil es nur eine Antwort gibt. Ich unterstütze Präsident Bolsonaro, weil für mich klar ist, was richtig und was falsch ist. Jemand, der bewusst den Sozialismus verteidigt, mit dieser Person möchte ich keinen Kontakt. Dass die Welt auch im zerstrittenen Brasilien von heute eben nicht so simpel einzuteilen ist, zeigt sich ausgerechnet am Amazonas in Manaus. Viele hier glauben, dass es für sie und Brasilien nur vorangeht, wenn sie den Regenwald weiter ausbeuten, ihm sein Holz und seine Bodenschätze entreißen. Es war ein zentrales Versprechen von Präsident Bolsonaro, dies weiter zu erleichtern. Doch längst gibt es Alternativen. Wir fahren den Rio Negro rauf, in ein Dorf, das sich neu erfunden hat. Einst standen hier in Tumbira nur ein paar Hütten im Schlamm. Es war eine ärmliche Siedlung von Holzfällern. Und einer von ihnen war Roberto Brito. Ich habe Bäume gefällt, um zu überleben. Ich hatte keine Lebensqualität. Es war eine harte, körperliche Arbeit. Doch dann kam eine Umweltorganisation mit einem einfachen Plan. Nachhaltiger Tourismus statt Kahlschlag. Nun bauen sie hier Ferienhäuser für zahlende Gäste. Selbst eine moderne Schule ist dabei entstanden. Für die Kinder eröffnen sich Möglichkeiten, die sie vorher nicht hatten. Noch immer ist es der Wald, der sie hier ernährt. Aber jetzt, indem seine Bäume stehen bleiben. Gerade ist eine Gruppe Besucher eingetroffen. Einmal Dschungel und zurück. Roberto ist ihr Reiseführer. Ich bin kein Öko. Aber ich sehe, was wir hier erreicht haben. Denn ich kenne das davor und das danach. Umweltschutz, weil es sich rechnet. Indiana Jones für eine Stunde. Für die Besucher aus der Stadt ist Robertos Alltag im Wald ein Erlebnis. Genervte Vogelspinne inklusive. Früher hatte Roberto keinen Blick dafür. Es ging immer um den nächsten Baum, der ihm etwas Geld bringen konnte. Roberto ärgert sich, dass Brasiliens Regierung nicht einmal versuche, Umweltschutz und Wirtschaftswachstum miteinander zu verbinden. Dieser Regierung, die gerade im Amt ist, gebe ich bestimmt nicht meine Stimme. Nie zuvor gab es eine Bundesregierung, die gegenüber der Abholzung, illegalem Bergbau und so weiter, so sehr die Augen zudrückt. Ein Irrweg, den Roberto nicht länger mitgeht. Der intakte Wald bringt ihm mehr Geld und ein besseres Leben. Auf dem Rückweg zeigt er uns seinen Lieblingsort. Hier zu sein ist ein Gefühl von Frieden, von Liebe. Ich denke, alle Menschen sollten miteinander in Frieden leben. Wenn ein Holzfäller sich mit der Natur versöhnen kann, dann können andere vielleicht auch umdenken. Brasilien ist so groß wie ein Kontinent, seine Herausforderungen vielschichtig und die Probleme nur lösbar, wenn das Land seine tiefe Spaltung überwindet.